So, da sind wir also wieder bei Infected. Und Gregor, ich hoffe natürlich auch, dass unser Haus irgendwie bestehen bleibt. Ich muss allerdings schauen, da wir ja unser Haus auf Wasser gebaut haben und gemerkt haben, dass die meisten Wesen irgendwie das Wasser meiden, bis auf Frösche, müssen wir mal überlegen, wie wir das mit der KI machen. Wir wissen ja, wir haben eine KI in der Nähe, wir wissen, wir können sie retten, wir wissen wie. Wir müssten bloß die Ressourcen sammeln, aber kommt die KI dann klar, wenn das Haus auf dem Wasser steht? Und der Winter ist vorbei. Und der Wagen, geil, der Wagen steht noch auf dem Wasser. Der zweite Wagen. Ach, da oben ist er. Ach, schön. Bedeutet, wir können wieder Dinge anbauen. Würde ich glaube ich gleich mal machen. Falls ich das Zeug finde. Obwohl, haben wir hier noch Kürbis? Wir bauen gleich mal Kürbis an. Oh, das? Ja, wir machen das. Sind da jetzt 10-mal Kürbis? Sind da jetzt 10-mal drin? Irgendwie. Was? Haben der gleich 10-mal da drin gehauen? Das sollte so nicht sein. Einmal reicht ja. Ah, da sind sie wieder. Haben wir noch unser Wasser? Wir haben auch noch sauberes Wasser. Das bräuchten wir selber. Schmutziges Wasser. Ich glaube, wir brauchen eine zweite Wasserflasche irgendwann. Das saubere Wasser jetzt gerade nicht vergeuden. Weil wenn wir das hier so machen, müssen wir wahrscheinlich irgendwann mal wechseln, dass wir die kleine Flasche eher wieder sauberes Wasser nutzen. Da war ich ein bisschen zu schnell. Bin mal gespannt, wie wir den Wagen wieder herbekommen. Vielleicht alles erstmal ein kleines bisschen düngern. Vielleicht haben wir ja bewässern. Vielleicht haben wir Glück und es regnet. Na klar. Mal ganz kurze Bilder. Felder bewässern. Und du hast Freude? Ja, okay. Der zerstört das jetzt. Dann soll er das mal machen. Ich will das mal testen. Wie weit die dann überhaupt noch irgendwas machen. Also, er ist sich noch nicht ganz sicher, glaube ich, was er zerstören will da. Ja. Dann fangen wir nämlich an, hier uns zu bewerfen. Wir haben mal gar nichts. Wir haben keinen Speer. Mal wieder. Ich gehe einfach mal ins Haus und wir warten mal kurz ab. Vielleicht geht er ja wieder. Ja, hast du Fein kaputt gemacht? Bist du jetzt hier drin? Nein. Okay. Einfach nur Ressourcen, die da drin rumliegen. Gehst du einfach bitte wieder? Ich meine, du hast jetzt mein Haus zerstört. Vielleicht gehst du einfach wieder in dein Haus. Und lässt uns hier in Ruhe. Ja. Warum? Ah. Da wir die wirklich nicht mit einer Axt töten dürfen oder sonst irgendwas machen können, muss ich jetzt hier wirklich wegrennen. Mach halt auf den Sack. Ja, genau, mach alles kaputt. Ah. Bin ja doch jetzt reingekommen. Also, du hast keine sinnvollen Verteidigungsanlagen. Sonst rennen wir unnötig weg und dürfen dann gleich wieder dahin rennen. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Ich will weder einen Bären noch eine andere Gruppe begegnen. Ja. K.O., haben Hunger, haben alles. Wie viel brauchst du? 5000 Sperre.
Wir halten halt nichts aus. Hallo? Inventar? Achso. Ah, ich hab wieder, ja. Das ist das Schlimme, wenn man mit anderen Games spielt. Wenn man ganz kurz noch im Kopf hat. Q oder Tab für Inventar. Dann ist man hier und merkt, ach nö, hier geht das ja gar nicht. Und jetzt kommen wir selber nicht wieder ins Haus, oder wie? Doch, immer noch. Irgendwas Großes zerstört? Nee, ne? Bloß alles wie lange gekrabbelt. Wir müssen uns also dringend um ein paar Schwere kümmern. Den Rest haben wir da, hier haben wir das. Genau, richtig. Wir haben keine Stücke. Wir haben auch nichts zu essen mehr. Ne? Draußen sind gar nichts. Nein, nada. Dann muss der Kürbis her. So. Ist nicht umgestellt. Ach, schön. Gut. März, Frühling. Ist schon März? Gut zu wissen, dass wir das hier haben. Jetzt brauchen wir einen Stock. Einen Stock wieder. Ganz so schnell raus. Kann er so nicht springen. Ich vergaß. Wieder Anlauf. Jawohl. Und hier ran. So, Steinhammer brauchen wir erstmal nicht. Okay, du bist eh gleich Schrott, also behalten wir dich. Und dann muss ich, glaube ich, noch ein Waffenregal bauen. Nur für Speere. 10 Bretter und 8 Nägel, okay. Da ist das Ding scheiße teuer. Naja, naja, naja. Wir müssen eigentlich jetzt mal unser Haus bauen. Okay, die Beete auf jeden Fall sind erstmal so weit. Oh Gott, das Bild ist jetzt schon wieder kein Wasser. Schmutziges Wasser? Haben wir hier noch sauberes Wasser? Nein. Leeren, dann machen wir das so rum. Du hast noch. Nehmen wir lieber ein bisschen weiter auf. Und den Rest hingestellt. Hier ist noch einer. So wie ich dachte, 200. Was da so wie rein. Wir hatten also doch noch ein paar Wasserspeicher mehr brauchen. Unserem halbfertigen Haus hier.
Uns mal noch einen Körper zu. Kleines bisschen was haben. Mal die 1. Mal schauen, wie kriegt man denn den Wagen wieder her hier? Ah, geht. Okay. Ja, guck mal, hier ist doch ganz viel Wasser. Warum kann ich das denn nicht einfach... Zack. So viel Wasser. Na, und da war die Axt im Schrott. Unaufgeräumt unser Inventar hier. Jetzt ein bisschen gleich mal lagern. So, Steinchen. Und bloß mal überlegen, wir müssen den Steg wieder bauen. Da jetzt kein Winter mehr ist, kommen wir mit den Teilen ja nicht da rein. Wir können ja nicht springen. Das wird noch ein bisschen kompliziert. Vielleicht sollten wir wirklich gucken, dass wir die Spikes irgendwie... Problem ist halt, dass wenn die springen, oder wir müssen wirklich noch so einen Stacheldrahtzaun bauen. Weil es halt wieder schön viel Eisen kostet. Auf jeden Fall brauchen wir auch mal wieder irgendwie einen Holzsteg. Das hier geht nicht. Wobei, warte mal. Da entfernen. Wenn ich jetzt eine Treppe hier hinbaue. Nein. Wow, die Treppe kann ich da hinbauen, aber ach so, weil das hier noch nicht gebaut ist, stimmt. Wieso hast du das wieder sonst wohin passiert? So, jetzt bitte. Vielleicht reicht ja schon eine Treppe. Das Ding ist dann bloß, wie machen wir das mit dann unserer KI? Für uns sollte eine Treppe hier reichen, damit man hier hochlaufen kann. Wie gesagt, wenn die KI hauptsächlich Probleme mit Wasser hat, das ist natürlich nicht so hilfreich, wenn wir unsere KI damit hier aufbauen. Dann werden wir unsere KI wahrscheinlich eher hier aufbauen müssen. Bedeutet also, wir müssen das Ganze vielleicht auch nochmal wieder umbauen. Aber erstmal, wie gesagt, würde ich nochmal versuchen wollen, dass wir das irgendwie hier schützen können. Mir nicht so sehr auf den Sack gehen. Ja, Stacheldraht.
kriege ich das denn irgendwie sinnvoll? Muss ich vielleicht sogar leicht schräg machen. Sie vielleicht noch beschissener hier reinkommen können. Na gut, es regnet. So, dann wäre der Weg der hier schön schmal. Obwohl, nee, du bist nicht gut genug gedreht. Nochmal. So eher. Ja, wäre der Eingang hier schön schmal und ich hoffe, dass das irgendwie reicht. Oh, Moment. Ich glaube, so ist das nicht gut. Ich weiß es noch nicht. Wenn das hier eher außen ist, dann sollten wir das auch so machen. Na komm schon. Jawohl. So, jetzt wird es aber richtig schmal. Aber es ist ja eigentlich genau das, was ich will, dass die so wenig wie möglich irgendwelche Möglichkeiten haben. Und hier weiter auf den Sack zu gehen. So, Eisenbrocken. Wollen wir mal schauen. Muss in den Ofen, glaube ich, mal verschieben. Ins Trockene bringen. Denn Eisenbrocken haben wir, glaube ich, keine mehr. Doch, hier, 4 Stück noch. Das reicht aber nicht. Das reicht für einen. So. So, und die anderen zwei dann. Kriege ich Schaden. Okay, ich kann hier in Ruhe noch irgendwo ein Bild durcheiern. Dann würde ich sagen, diese Holzspikes. Ziehe ich jetzt einfach auch noch mit hier. Und dann gucken wir, dass wir die vielleicht noch mit upgraden. Ich hoffe, die stehen mir dann selber nicht so sehr im Weg. Irgendwie ein bisschen mehr aushalten. Ich muss diesen Eingang hier so gut es geht verteidigen können. So, was braucht ihr hier? Der Stöcke. So, ja. Ich will immer springen mit den Dingern. Dass das ja nicht geht. Oh, Stock. Das ist mir sehr gelegen. Ich brauche nämlich ein bisschen was. Oh shit, so ist natürlich doof. So rum bitte. Dann führen wir hier vielleicht einfach nochmal nach. Dann vielleicht auch mal. Vier Seile. Mich gerade ein Bild zu beeilen. Einfach damit, weiß jetzt doch mal, jetzt spontan wieder mal irgend so eine Wandergruppe hier vorbeikommt, dass wir das schnell noch irgendwie haben, bevor hier halt besagte Wandergruppe vorbeikommt. Okay, shit happens, weil wir müssen gerade springen, wie ich sehe. Scheiße. Wenn wir springen müssen, ist das kacke.
Richtig hier verschieben. Ja, kann ich. Oh, nice. Kleines Stück mehr nach da. Reicht das schon? Nein. Okay, dann muss ich den Fliecher doch nochmal verschieben. Jetzt. Was? Immer noch? Ah, das reicht nicht. Gut, dass wir die Dinge überhaupt verschieben können. Ich muss halt hier langlaufen können, ohne zu, dass ich springen muss. Das ist halt ein Problem. So, wie kann ich die jetzt dann nochmal upgraden? Reden mal mit mir. Verbesserungswerkzeug. Und Eisenbrocken. Gut, wie machen wir uns ein Verbesserungswerkzeug? Ein Stock und ein Eisenbahn. Okay. Überhaupt nicht teuer, das Ding? Ja, liegt jetzt auf der 1. Nee, mit Eisenbrocken, ne? War das ja. Kurz noch. Eisenbrocken. Wo soll ich denn 20 Eisenbrocken hernehmen? Ich hab doch einen am Schwimmer. Müssen wir sie hier wieder heftig loslegen. Und dann braucht er bestimmt auch Eisenbrocken zum Reparieren. Einen riesigen Vorrat anlegen. Nur damit wir in der Hoffnung, ja, nur damit wir irgendwie geschützt sind. So, die Hoffnung. Ich glaube bekanntlicherweise zu letzten Moment, das brauchen wir jetzt gerade auch nicht hier drin. Du kannst da rein, du kannst da rein und rein. Rein bitte. Ich habe noch Nägel gesehen. Nägel und Schrauben. Mal da rein. Würde ich sagen, das Verbesserungswerkzeug erstmal da rein, weil aktuell brauchen wir es nicht. Oh, einen zweiten Waffenständer. Doch noch mal die Nägel holen oder ein paar haben. Wie gesagt, das Springen ist alles schön gut, sobald wir halt einen Holzstämme in der Hand haben, kann man nicht springen. Noch Verband. So, da draußen ein Vogel, aber gerade sagen, ich bin doch Viehzeug. Irgendwelche Typis und wirklich am Leben sind wir auch nicht.
brauchst noch ein bisschen. Wo kann man denn noch so? Eigentlich Wassermelone. Kann mal probieren, dass das irgendwie auf. Zack. Im Grillwasser ist noch drin. Auch nicht unbedingt viel, aber ist einmal besser als gar nichts. Ne, das andere probieren wir ein andermal. Wieder Überlegungen im Kopf, aber. Muss erstmal warten. Okay, die Decke braucht Holzscheide, der Rest braucht Bretter. Der kann irgendwie so ein Geschütz holen. Würde ich mich ja wirklich mal ein bisschen wohlfühlen. Das Auto tut. Müssen wir eigentlich mal in die Dörfer? Aber so gut wie wir ausgerüstet sind, ist es irgendwie noch nicht so ganz. Böcke aufheben. Aber Karren. Hier mit rein. Aber natürlich, glaube ich, so eng gebaut, dass man mit den Karren nicht mehr hier reinkommt. Muss halt doch per Hand hier transportieren. Hey Kudo, grüß dich. Kommt gleich nochmal. Wie immer Eisen. Ah, da kriege ich doch schon wieder einer. Warum denn, Leute? Ich brauche für sowas gar keine Zeit. Keine Nerven. Er hat uns eine Feder gegönnt. Oh, das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie ich darauf klarkommen soll mit einer ganzen Feder. Ich Idiot, Moment. Ja, komm. Du musst vergessen. Verwässern. Sonst. Eingefallen. Okay, dich können wir schon mal wieder aufheben. Dann rein in die Kürbiskiste.
Hier wirklich nur zwei drin. So viel auch gebraucht. Na gut, der Winter. Der Winter war hart. Und die war auch fertig. Aktuell ist nur Kürbis und Melone, was wir wirklich effizient lagern können. Und das kann man nicht irgendwie sinnvoll lagern. Da müssen wir uns von Melonen ernähren. So Mais und Gurken klingt echt geil, aber das Zeug hält halt nicht. Weil ich sagen muss, dass die echt gerade schnell gewachsen sind. Gut, eine schöne Sonne, bewässert. Nein, bist du aus? Nein. Okay. Ach, das ist voll. Weiter geht's. Haben wir noch ganz dezent viele. Und das erstmal da wieder rein.